3 Tage lang dreht sich auf der Bike aktiv im Rahmen der CFT die Freizeitmessen alles rund ums Fahrrad. E-Bikes, Rennräder, Fahrräder für 2 oder zum Zusammenfalten. Für Profis und für Hobbyradler wird einiges geboten. Die einen gehen ins Schwimmbad und schwimmen dort ihre Bahnen, die anderen joggen über die Felder und Maximilian Semsch, der schnappt sich sein Fahrrad und fährt einfach mal los bis nach Singapur, 13.500 Kilometer weit. Wie kamst du denn auf die Idee? Ja, es ist natürlich schon ein bisschen Abenteuerlust einfach auch mit dabei und ich habe mir dann gedacht, ja, wenn man so eine Reise macht, dann wollte ich einfach sozusagen bis ans Ende der Welt fahren, habe mir eine Weltkarte genommen und habe geschaut, was ist eigentlich so die längste Strecke, die ich von der eigenen Haustür aus fahren kann, ohne über den Ozean zu müssen, und es war dann Singapur und somit stand das Ziel der Reise fest. Bin untrainiert losgefahren, ja, um einfach auch mit der Reise zu zeigen, hey, man muss ja gar nicht im Vorfeld trainieren, sondern das kommt einfach mit der Zeit, ja, habe es am ersten Tag auf 35 Kilometer geschafft. Und so wird man einfach nach und nach immer stärker. Ja, und wie war das in deiner Lebenssituation? Hast du einfach gedacht, ich muss hier raus? Oder wie kam das, dass du einfach alles hingeschmissen hast, einfach losgefahren bist? Na, es war zugegebenermaßen meine zweite große Reise. Meine erste war fast 3 Jahre lang. Und habe dann nach 3 Jahren auf Weltreise beschlossen, so, irgendwas musst du jetzt mit deinem Leben anfangen. Ja? Entweder Omas Wunsch nachgehen und studieren oder du musst anfangen, deine Reisen zu vermarkten und das zum Beruf zu machen. Und habe ich gesagt, eigentlich macht das Reisen zu viel Spaß, ich will davon leben. Dann war die Frage, was tun? Ja, und es gibt schon viele Bücher zu dem Thema und habe früher in der Filmbranche gearbeitet und habe gesagt, gut, dann drehe ich halt einen Film über meine Tour. Den Film hast du dann selbst gedreht? Den habe ich selbst gedreht, also ich hatte keinen Kameramann dabei. Ich habe hinten in meinem Anhänger gut 15 Kilo Videoausrüstung dabei gehabt. Und neben 7 Stunden Radfahren musste man dann in etwa rechnen, dass ich 2 bis 3 Stunden jeden Tag gebraucht habe, das Ganze auch filmisch festzuhalten. Und wovon hast du dich ernährt oder woher hattest du überhaupt dann die Mittel? Wie hast du das Ganze bewerkstelligen können? Also man isst wirklich, was man halt so bekommt in den verschiedenen Ländern, kommt dann ganz aufs Land drauf an. Ich hatte einen Benzinkocher dabei und Topf und Pfanne, konnte mir also meine eigenen Nahrungsmittel zubereiten. Und umgekehrt ist man natürlich auch hin und wieder mal ins Restaurant gegangen. In Asien gibt es viel Reis und Nudeln. Also wirklich, was halt gerade so auf den Teller kommt, und darf man halt nicht so wählerisch sein, nicht? Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Details. Durch welche Länder bist du denn gekommen? Was hat dich da besonders beeindruckt? Also sagen wir mal, ich bin von eigenen Haustür aus losgefahren, durch Osteuropa, dann Ukraine, Russland, Kasachstan. Und gerade irgendwie Russland oder Kasachstan sind natürlich schon so Länder, wo jetzt niemand mal Urlaub macht, ja, und es wenig Touristen gibt. Und dann noch mit dem Rad da durchzufahren, war natürlich schon etwas sehr, sehr Außergewöhnliches. Wollte dann durch China, da waren aber im Jahr 2008 die Olympischen Spiele, habe kein Einreisevisum bekommen, musste dann leider einmal fliegen, bin nach Thailand geflogen und war dann Thailand, Kambodscha, Thailand, Malaysia, Singapur. Und das Ganze waren dann 13.500 Kilometer in knapp 7 Monaten. Hast du schon Pläne für die nächste große Tour? Ja, natürlich, Pläne gibt es immer viele. Und wenn alles klappt, dann geht es Ende des Jahres nach Australien mit dem Ziel, einmal den Kontinent zu umrunden, also die Strecke Sydney. Es werden auch so knapp 18.000 Kilometer sein und das wird dann mein neues Projekt sein. Was hat dich denn auf deiner Reise, 7 Monate, 13.500 Kilometer, was hat dich denn da am meisten beeindruckt? Ja, wirklich so die Menschen eigentlich, die man unterwegs trifft, weil man denkt ja doch immer, gerade wenn man jetzt sich überlegt, man fährt durch Russland oder Kasachstan, hat man vielleicht doch im Vorfeld so ein paar Sicherheitsbedenken, weil man nicht weiß, auch wird man vielleicht überfallen oder bedroht, und muss sagen, dass ich in diesen 7 Monate Reise nicht einmal überfallen, bedroht, beklaut worden bin, sondern man merkt plötzlich ja, dass eigentlich die Menschen auf dem Planeten doch zu 99% recht freundlich und hilfsbereit sind und man wird unendlich oft eingeladen, und ja, das war mit das Faszinierendste eigentlich auf der Reise. Die DVD gibt es für 15 Euro und mich gibt es noch hier bis Sonntag auf der Messe zu sehen. Ansonsten kann man also die DVD auch im Internet, Amazon, auf meiner Homepage bestellen unter www.watertrip.de. Maximilian Semsch, Weltenbummler, der mit seinem Fahrrad von München nach Singapur gefahren ist. Die nächste Tour hat er schon im Kopf. Wer hören möchte, wie das alles abgelaufen ist, kann noch bis Sonntag auf die CFT, die Freizeitmessen, kommen. Auf der Bühne wird er erzählen über seinen Trip. Freiburger Messe TV. Freiburger Messe TV. Immer aktuell informiert.